wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMR. Oh, wie schön. Oh, die sehen ja so noch viel besser aus als auf Papier. Zwei Flügeln, ne? Und man kann so schön Lichtlein anmachen. Na, schau mal. Komm mal ein bisschen näher. Ja, guck mal. 14,95 Günther. Kannst du nichts sagen. Guck mal, was für eine tolle, feine Arbeit. Genau, mache ich mal aus, ne? Genau, da kommen diese flachen, runden Batterien rein. Und dann noch ganz, ganz süß. Ein süßer kleiner Engel, da mache ich dir auch das Licht hier mal an. Schau mal. Mit einer süßen kleinen Leuchtkugel. Quasi eine Lichtenergie, ein Seelchen vielleicht. Na, ein Orb, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Aber du weißt schon, guck mal, süß mit dem Haarkränzchen auf dem Kopf. Ganz, ganz niedlich. Sowas hat die doch bestimmt noch nicht, oder? Ja, auch 14,95. Günther. Mach deiner Frau mal eine Freude und mir, ne? Ja. Und warte, nicht so schnell. Ich habe noch ganz, ganz süßen Schlüsselanhänger. Oh. Günther Kaffee, hier habe ich drüben auf der Kaffeetheke stehen. Na, ganz frisch. Thermoskanne habe ich gerade hingestellt. Guck mal her. Verschiedene Engelchen. Und hier hängt noch so ein Schildchen dran. Und da steht auch Engel drauf. Oh, der kommt auch irgendwas um die 15 Euro, glaube ich. Ich habe die Preisliste hier liegen. Frau liebt Engel und ich habe da gerade so ein paar Sachen reingekriegt.
Wohlgeräuschkönter, Engelduft. Riecht ganz toll, möchtest du mal schnuppern? Oh, geh weg mit dem Killefit, sagst du. Oh, du bist aber auch immer so. Ja, guck mal, riech mal, meine ich. Toll, wow. Riecht doch wahnsinnig toll. Oh, Engelduft. Ganz toll. Wolltest du auch mal die Engel sehen? Hier, Günther, kannst du schon mal einstecken. Nimmst du die drei, ne? Packe ich dir gleich ganz toll ein. Schau mal, ich mache dir auch das Lämpchen an. Oh, das kann man dann gar nicht so gut sehen, ne? Warte, ich mach mal wieder aus. Herzallerliebst, oder? Ja, ich wusste doch, dass Günthers Frau da drauf steht. Guck mal, hier ist noch so einer. Es geht nicht wegen dem Licht, aber die Kugel leuchtet. Na. Schön, ne? Ah, ich mag ja auch sowas. Und dann hatte ich ihm noch gezeigt, einen Schlüsselanhänger. Süßen Engeln drauf. Drauf dran, meine ich. Ich denn mal. Hast du noch ein bisschen Zeit, dann packe ich den Günther die schnell ein, ja. Ich mache ganz schnell. Soll ja nichts dran kommen. Männer müssen nicht so Hände haben wie Frauen, aber nicht so wie du, so rau, mein Gott. Bisschen, na, kannst du ruhig mal tun. So, komm, ich mal halt schnell. Zieh doch ganz schnell ein, komm mal her. Die andere. Jetzt
verzeihen, die Verzögerung. Was kann ich denn für dich tun? Was hast du denn vergessen? Was brauchst du so nötig? Ob ich Kidneybohnen habe? Oh, immer diese exotischen Wünsche. Mais habe ich da. Mais, kannst du Mais gebrauchen? Bohnen habe ich da. Auch nicht gut. Oh, da ist aber Glück, du. Upsi. Eine große Dose kann ich nicht mit dienen, wie du siehst. Habe ich nur so ein Dreierpack kleiner. Okay. Wie viel Gramm Kidneybohnen brauchst du denn für dein Gericht? Was möchtest du überhaupt machen? Chili con carne, okay. Ja, da reicht es, ne? Zwei Personen, drei lieber, okay. Das reicht. Ja. Für dich 3 Euro glatt. 3 Euro. Ich weiß nicht, guck gleich mal eben, ja. Chili con carne ohne Kidneybohnen ist nix, ne? Mehl, ja. Ich glaube, ich habe nur noch Vollkornmehl. Irgendwie sowas da. Biomehl. Ja, was wollt ihr machen? Noch ein Baguette dabei. Ja, aber geht doch. Mal her. Weizen, Vollkornmehl. Ganz fein gemahlen. 1 Kilogramm, ne? Ideal für vollwertige Brotgebäcke. Na, passt doch perfekt. Weizenvorkost ist nicht so billig, ne? Vor allen Dingen Nutri-Score grün, weißt du Bescheid. Ja komm, 2 Euro, ne, lasse ich dir. Ich guck nochmal in der Liste, in der Preisliste. Bleib dabei, okay? Gesagt ist gesagt. Okay. Ja. Senseo Kaffee Pads. Richtig stark, eine starke Sorte. Nee, habe ich nicht, weil ich die nicht so oft verkaufe, weißt du. Kaffeecrema kann ich dir anbieten. Ja, gut. Und Öl, sagst du? Ja, Rapsöl kann ich dir zeigen mit Omega-3. Dingsbums, gut. Ich zeig dir mal eben das Öl, ne? Bio, bio, bio. Nativ kaltgepresstes Rapsöl, reich an Omega-3-Fettsäuren, enthält natürliches Vitamin E.
3 Euro. Gut. Doch, das ist ein guter Preis für ein Bioöl, ne? Sind dann auch 36 Pads dran. Wesentlich mehr als in diesen normalen Röhrchen, die man halt immer so kriegt. Ne? Schmeckt sehr lecker. Wenn du es ein bisschen stärker haben möchtest, machst du die Kaffeemaschine ein bisschen früher aus. Lässt nicht so viel heißes Wasser laufen. Ne? Kannst dir abbrechen. Ne? Oder? Das geht bei uns auch. Genau. 4 Euro. Wir brauchen früh. Was hast du denn vor? Mein Zewa, ne? Habe ich mir nämlich schon gedacht. Entweder fehlt dir immer Zewa oder Klopapier. Schätzelein, ich kenne dich doch schon. Geht's dir gut? Erzähl mal, was gibt's Neues? Ach, aber ist doch was Schönes, ne? Ja. Oh, das freut mich aber für dich. Mal die Tage wieder und erzähl mal, wie es war. Würde ich mich sehr freuen, wenn du das tun würdest. So. Vorsicht mit der Ölflasche. Ne? Kannst du übrigens auch ein bisschen vielleicht, wenn du Olivenöl hast, tust ein bisschen was in den Baguette, in den Teig von, also in den Baguette-Teig. Ne? Bringst mir die Tasche beim nächsten Mal wieder mit, bitte. Ja, gut. Hast du klein? €15, gut.
Kassenbon oder so. Nee, gut. Wollte gerade sagen, ne? Ja, dann ganz, ganz viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Und ja, alles Gute für dich, ne? Bye, bye. Tschüss. Na, Günther, ist nicht langsamer Zeit für dich? Nicht, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Ja, ne? Vergiss die Engelchen nicht. Genau, 40 Euro, Günther. Komm, ich hab dir schon was runtergelassen, ne? Und tu dir noch den schönen Engelduft dazu für dein Freugen. Hör mal, schenk die doch zu Weihnachten, die Engel. Du guckst mal gut. Alles klar. Ich danke dir. Ja, dann arbeite mal schön, Günther, und pass auf dich auf, ne? Liebe Grüße an dein Freugen. Ja, bring die mal mit. Genau. Bis dann, Günther. Bis morgen, ne? Tschüss.